Wir erinnern uns, der Helikopter schießt mich tot. Nein, tut er jetzt nicht. Ich weiß nämlich, was ich zu tun habe. Nein, weiß ich nicht. Ich sag's einfach nur, weil ich dann nicht so blöd dastehe. Jo. Out of Skyrim Parts bin ich auch. Nein, bin ich nicht. Jetzt lässt sich noch nicht so schnell rendern. Ich komme mit dem Renner nicht mehr nach. Und jetzt ist es so, dass ich auch nichts mehr von reiten hab. Deswegen muss ich mal ein bisschen. Ach, kurz Edgekit. Ein bisschen um ein Kern zu zocken. Und jetzt auch die nächsten Tage eine Menge rendern. Also 13, Skyrim. Ich nehme ja zum Glück kein drittes Projekt noch mit auf, was ich jetzt rendern muss, weil sonst würde ich sagen, oh mein Gott, ne, leck mich doch alle am Arsch, ich mache nichts mehr. Ich chill mich jetzt erstmal schön geschillt auf meine Couch und dann chill ich erstmal. Boah, es war jetzt ziemlich oft geschillt in einem Satz. Und es wäre zu cool, wenn ich den direkt vom ersten Versuch runterkriege. Nein, aber tue ich nicht, weil das Ding ist einfach zu blöd. Das Ding ist zu blöd zum Sterben, ne? Und dead. Ach so muss ich das machen. Ich muss warten, bis er abdrückt. Dann kann ich nämlich abdrücken, weil er dann nicht mehr ausweichen kann. Und oh, das muss mir doch vorher sagen. Schieß. Danke. Dann schieß vielleicht auch nicht so oft daneben. Als dann jetzt oft mit deiner MG auf mich zu schießen, denn das ist voll unsozial. Jo, ich renne jetzt einfach mal mit der Armbrust, denn damit kann ich mich schneller bewegen. Oi, Pfeile! Für die Rakete. Okay. So kann man es auch machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt runtergekriegt habe. Ich habe gerade Schleim im Hals, deswegen äußere ich mich, während ich rede. Lassen Sie die Waffe fallen. Kommen Sie langsam mit erhobenen Händen vor. Tadala. General Carrington sagte, dass Sie ein Geschenk für mich haben. Gib ihm Rolands Akte, mein Junge. Ich habe Rolands Akte? Ah, jo, die hatte ich ja. Captain Steve Roland hat seinen Tod vorgetäuscht. Ganz offiziell im Einsatz gefallen. Danach konnte er einen Anschlag auf den Präsidenten ausüben, ohne verdächtig zu werden. Aber Steve ahnte nicht, dass seine Auftraggeber ihn umbringen würden. Nachdem Munguzi ihm ein paar Kugeln verpasst hat, hat er sich zum Haus seiner Frau geschleppt und ist dort gestorben. Kim Roland hatte die Idee mit dem Doppelgänger. Ich habe die Gesichtsoperation arrangiert, damit er aussieht wie Steve Roland. Der Köder hat funktioniert. Die Wölfe sind aus ihrem Bau gekrochen. Colonel Amos, der Mann ist unschuldig. Wurde höchste Zeit, unsere Informationen auszutauschen. Meinen Sie nicht? Die planen einen Staatsstreich, General. Zwei von ihnen treffen sich heute Nacht. Ich kenne den Ort. Und wir wissen immer noch nicht, wer wir sind. Wer sind wir denn jetzt eigentlich? Mein Gott, wir sind auf jeden Fall nicht Steve Roland. Schalten Sie die Wachen aus, ohne Alarm auszulösen. Hören Sie die Versammlung von... Oh, Kacke. Finden Sie Zimmer 41 und bleiben Sie in Deckung. Beim geringsten Alarmzeichen werden die Zielpersonen das Treffen abbrechen. Also entweder machen wir es voll auf Rambo-Tour. Winslow ist gerade angekommen. Er ist in weniger als einer Minute oben. Also wir machen es vor Rambo. Man wäscht Seide nicht bei 60 Grad. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages die Wäsche meines Chefs waschen würde? Das ist nicht das Schlimmste, glaube mir. Benutzt du keinen Weichspüler? Bist du verrückt? Das versaut das Gewebe. Das Starten der Kran ist die Hölle. Verstehe.
So, gut. Echt, ich weiß gerade auch nicht, was ich sagen soll. Außer, ey, Bullshit. Was zum? Schalala, ich war gar nicht da. Okay, es hat anscheinend nicht so funktioniert, wie ich wollte. Was zum? Alarm! Wir hätten jetzt bitte schon Alarm ausgelöst. Ach, er! Och mein Gott, das ist ja echt, was, wie soll ich denn da jetzt bitte schon rein? Finden Sie Zimmer 41 und bleiben Sie in Deckung. Beim geringsten Alarmzeichen werden die Zielpersonen das Treffen abbrechen. Okay, sind wir das Problem ja schon mal los. Winslow ist gerade angekommen. Er ist in weniger als einer Minute oben. Haben wir Problem Nummer 1 hier irgendwie gelöst? Damit haben wir auch irgendwie Problem Nummer 2 entfernt. Aufruf an alle Beamten. Halten Sie sich bereit. Er kommt. Hä? Er ist im Besprechungsraum. Alarm! Verstanden. Gehen Sie auf 10. Oh, nee. Boah, ich krieg die Schnauze nicht mehr zu. Ey, bringt mich doch einfach alle um. Erledigt. Halten Sie die Verstärkungseinheiten in Alarmbereitschaft. Erneut versuchen, okay. Das heißt, sie patrouillieren auch echt Wichser rum. Finden Sie Zimmer 41 und bleiben Sie in Deckung. Beim geringsten Personen das Treffen abbrechen. Okay, also auf die Rambo-Tour können wir es so auch nicht machen. Winslow ist gerade angekommen. Er ist in weniger als einer Minute oben. Okay, anscheinend haben wir jetzt gerade richtig Scheiße gebaut. Okay, jetzt weiß ich, wofür auch die Besenkammern da sind. Nennt mich ruhig blöd, ja, ich weiß, ich kann's nicht, ich weiß, es gibt bessere, ich weiß, aber... Ich dachte irgendwie, das ist so ein kurzes Ding. So, 20 Parts und durch, ja, von wegen. Ich bin jetzt schon über den 20. Aufruf an alle Beamten, halten Sie sich bereit, er kommt! Mir geht mir auch die Munition aus. Er ist im Besprechungsraum. Verstanden. Gehen Sie auf 10.5. Können Sie mich auf Frequenz 1 bringen? Erledigt. Halten Sie die Verstärkungseinheiten in Alarmbereitschaft. Ich hoffe mal, hier sieht die keiner. Electronic Realm. Na toll, ich muss jetzt echt jeden einzelnen so platt machen und dann wegtragen. Ey, leck mich doch fett. Also nicht ihr, sondern die Spieleentwickler, weil das ist ja echt Bullshit. Ach, da liegt sogar Blut. You are here. Wir haben vorhin den Raum gesehen, das heißt, wir gehen hier durch. Dann hier müssen dann hier ran und dann haben wir auch Room 41. Das heißt, wow, wir sind ja relativ schnell. Nein, ich wollte dich nicht erfallen lassen. Legen wir dich mal auf deine Freundin. War sogar richtig rum. Unnötigster und blödester Witz forever.
Forever. Daran müsste ich ja. Winslow ist schon da. Versuchen Sie, ihn mit dem Richtmikrofon anzuvisieren. Behalten Sie ihn im Auge. Gut, bleiben Sie dran. Folgen Sie ihm. Boah, ist das nicht leicht. Sie kommen. Machen Sie sich bereit. Mongols, Sie sind gekommen, um mir den Tod von Nummer 13 zu bestätigen, nicht wahr? Ich bin hier, um für Ihre Sicherheit zu sorgen, Mr. Winslow. Das beruhigt mich ungemein. Wir liegen hinter dem Zeitplan. Wie lauten die letzten Nachrichten, Nummer 9? Ich habe sie alle überzeugt. Industrielle, Bankiers, selbst die Medien. Die einflussreichsten Persönlichkeiten dieses Landes sind bereit, die zukünftige Regierung zu unterstützen. Ich habe hier eine Liste der Geldgeber. Ich werde sie heute Nacht Nummer 3 überreichen, während wir im Kloster auf den Waffengang warten. Was sagen Sie dazu, Nummer 5? Ausgezeichnet. Aus meiner Sicht sind die Neuigkeiten ermutigend. Trotz eines kleinen Rückschlags kontrollieren wir morgen Abend alle strategischen Punkte des Landes. Dank der Operation Total Red werden wir alle Fäden der Macht in den Händen halten. Und wie geplant, hat Präsident Galbraith nicht die leiseste Ahnung. Was zum... Sie haben uns entdeckt! Winslow, wollen Sie den Aufzügen? Schalten Sie den Strom ab! Mein Team ist bereit zum Eingreifen. Er geht mir gerade alles ein bisschen schnell, aber. Wann zieht ihr meinen? Zimmer am Ende des Gangs. Aber wenn ich dir schon zugeschissen werde von der Muni. FBI, kommen Sie raus, Winslow! Okay, ich glaube, ich brauche einen Schlüssel für die Tür, also hole ich mir jetzt mal einen Schlüssel. Ich glaube, ich habe ihn nämlich irgendwo übersehen. Eliminieren Sie Will. Oh, klar, ist ja auch voll einfach, ne? Forever alone. Hahaha. Hinab. Holen Sie sich die Liste der Geldgeber. Ne. Ne, mache ich jetzt nicht, ne? So könnte ich auch ganz recht sagen. Oh ne, der Part ist fast rum. Geben Sie mir Ihr Feuerzeug. Ich kann nicht mit dem Dokument. Aber ich rauche nicht, Mr. Winslow. Dann geben Sie mir Ihre verdammte Waffe. Komme ich irgendwie durch? Ich
Da habe ich sogar ziemlich mies im Schießen, wa? Ach klar, und seine Tussi erlegt mich, oder? Nee. Klar, okay, weiter geht's im nächsten Part. Also, erneut versuchen, ja. Und ich zeige jetzt einfach mal hier so. Wiedersehen. Ciao, ciao. Kommen Sie.